Hassmails und rassistische Facebook-Kommentare sind im Netz Alltag. Der marokkanischstämmige Journalist beim Berliner Tagesspiegel, Mohamed Amjahid, bekommt so viele Zuschriften, dass die Beschimpfungen inzwischen einen eigenen Ordner füllen. Einschüchtern lassen will er sich aber nicht. Gemeinsam mit Journalistenkollegen bringt er die verbalen Hassattacken deshalb auf die Bühne. Zum Hate Poetry. Hier macht Amjahid aus dem Netzhass eine satirische Live-Performance. Eine Kostprobe? Sehr geehrtes Arschloch, Herr Arschloch, sehr geehrte Frau Fotze. Und das sind so Sachen, die sind so köstlich einfach. Du Fotze, ich fotze dich, bis du verfotzt bist oder so. Da denkt man sich auch so. Wenn man so ein bisschen Alkohol getrunken hat, findet man das auf jeden Fall lustig. Amjahid weiß, sein arabischer Name reicht aus, um die Hassmailschreiber auf die Palme zu bringen. Denn dieser macht ihn für die Hassgemeinde aus dem Netz zum Stellvertreter für ihr Feindbild. Araber und Muslime, die Deutschland angeblich unterwandern und islamisieren wollen. In Berlin fühlt sich Amjahid trotzdem sicher. Sorgen macht ihm die systematische Hetze gegen Flüchtlinge. Ich kann mich halt noch verteidigen und ich kann das noch aufgreifen und stehe hier beim ZDF vor der Kamera und kann über diese Leute lachen. Und andere können das halt nicht. Es macht eben einen Unterschied, ob man bei Facebook bedroht wird oder ob sich vor der eigenen Tür ein schreiender Mob versammelt. Wie im sächsischen Freital, wo eine rechtsextreme Bürgerinitiative wochenlang die örtliche Flüchtlingsunterkunft belagert. Zwei Blogger dokumentieren die rassistische Facebook-Hetze, die die Ausschreitungen auf der Straße im Netz begleitet. Nun fürchten sie um ihr Leben, möchten lieber nicht gefilmt werden. Denn ihr Online-Pranger zeigt Wirkung. Einige der Verfasser verlieren wegen der Hetze ihren Job. Gegen andere ermittelt die Polizei. Es sei zugegebenermaßen eine drastische Maßnahme, aber notwendig, so die Blogger. Denn der Hass im Netz offenbart, Deutschland hat ein Neonazi-Problem. Freital ist ein Symptom für die kippende Stimmung im Land. Uns war das zuerst gar nicht so bewusst. Wir hatten am Anfang nur Freital und die besonders hervorstechenden Postings aus der Region im Blick. Recht schnell haben wir dann unter dem Hashtag Rassismus anderswo angefangen, Hasskommentare aus ganz Deutschland abzubilden. Viele Kommentare enthalten Gewaltfantasien. Manche rufen zum Mord auf. Und tatsächlich, im Sommer 2015 vergeht kaum ein Tag ohne einen Anschlag auf Flüchtlinge. Der Hass im Netz wirkt da wie ein Brandbeschleuniger, glauben die Aktivisten. Beängstigend finden wir aber, dass diese Leute da draußen wie tickende Zeitbomben durch die Gegend laufen. Irgendwann wird leider der Punkt kommen, an dem es nicht mehr bei brennenden Unterkünften bleibt. Man darf ja nicht außer Acht lassen, dass die Autoren der Hasskommentare nun reichlich Zuspruch finden und sich in ihrer Sache bestärkt sehen. Julia Schramm von der Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet schon lange, wie die rechte Szene im Netz agiert. Neu ist in ihren Augen, beim Thema Flüchtlinge hassen, hetzen, drohen und beleidigen die Nutzer jetzt ganz offen, oft unter ihrem vollen Namen. Entweder ist ihnen nicht bewusst, dass hier auch andere mitlesen, oder es ist ihnen egal. Da ist kein Unrechtsbewusstsein bei Leuten, die unter Klarnamen posten. Und das ist ein Problem. Das zeigt den Zustand der Gesellschaft und das zeigt, wie salonfähig rechte Aussagen und rechtes Gedankengut ist. Jeder fünfte Deutsche tendiert zu ausländerfeindlichen Einstellungen und Vorurteilen. Und es sind eben nicht nur Dummköpfe und offene Neonazis, die ihren rassistischen Hass im Netz ablassen. Aber es sind oft genug und was auch sehr erschreckend ist, ganz normale Bürgerinnen, Bürger, Leserinnen, Leser. Das sind Leute, die als Lehrer arbeiten, Professorinnen, Angestellte, also quasi die Mitte der Gesellschaft. Aber trotz all dieses Hasses, der im Netz verbreitet wird, Meinungsbildung in sozialen Netzwerken ist keine Einbahnstraße. Facebook und Kommentarspalten auf Nachrichtenseiten können auch gegen Nazis eingesetzt werden. Vom Melden unangemessener Postings bis hin zum medienwirksamen Wutausbruch einiger Prominenter. Denn wenn Rassisten ihren Hass aus dem Netz auf die Straße bringen können, dann kann auch die Mehrheit übers Netz mobilisiert werden. Für Solidarität und Mitgefühl mit Menschen auf der Flucht.